Guten Morgen. Wir wollen heute mit der Kabinenbahn nach oben. Da hinter uns ist schon der Harz. Da ist der Funpark. Und dann wollen wir hoch auf den Hexentanzplatz und mit dem Harzburg runterfahren. Ja. Wir werden uns nachher nochmal melden, wenn wir in der Bahn sitzen. Und wir wollen es heute mal trauen, mit dem Glasboden zu fahren. Wir haben ein bisschen beide Höhenangst, deswegen trauen wir uns nicht. Wir versuchen es vielleicht. Mal sehen. Bis dann. So, sind wir hier. Da fährt die Bahn und wir steigen gleich ein. Und wir trauen uns den Glasboden, oder? Und sind wir Weicheier. Wir melden uns nochmal aus der Bahn. So, wir sitzen in der Bahn. Da ist der Niki und da ist der Glasboden. Nee, hier stinkt es gar nicht drin, der Niki. Und wir hoffen mal, dass wir nicht Panikattacken kriegen, oder? Niki? Ich war schon mal mit dem Glasboden. Ja? Ich war noch nie mit dem Glasboden. Das erste Mal für mich. Ich bin immer ein bisschen eine Schisshose. Oh, ja, warum stehen wir jetzt? Ah, jetzt geht's weiter. Geht die Tür zu. Jetzt geht's zu. Was? Oh, ja, das geht ja so schnell. Hilfe. Das ist schon so lange her. Ich glaube, ich möchte wieder raus. Aber mein, oh, nein, gut, dass das Glas nicht so durchsichtig ist. Ich mache meine Füße hoch, da kann ich nicht fallen. Oh, die wackelt ja so. Oh, weia. Oh, über den Wolken. Jetzt habe ich auch Angst. Nein. Wir sind doch irre, oder? Die zwei. Ah! Die mit der höchsten, mit der größten Höhenangst, die fahren mit dem Glasboden. Und ich bin Angst. Oh, weia. Und die fahren mit der Kabinenbahn bis da ganz oben hin. Das darfst du nicht vergessen. Guck mal, wie weit das noch ist. Und wir haben jetzt schon Schiss. Ja, das ist die Bode. So, ich glaube, wir laufen nachher runter. Ja. Na, die Arbeit, wie weit das ist. Schießt lange. Oder wir nehmen nachher eine ohne Glasboden. Na gut, wir brauchen den Bus nicht runtergucken. Guck mal. Alles gut noch? Nee. Wir haben Angst. Ach, das schaffen wir. Wir sterben. Nein, bleib schön auf dem Sitz, den ganzen durchs Glas rutschen. Also schön ist es ja, ja? Erlaubt mir. Oh, guck mal an, wa? Wir haben so eine schöne Gegend, wo wir wohnen, oder? So riesig. Oh, weia. Ich trau mich gar nicht, mich aufzustehen. Ich trau mich nicht. Ich mach mal kurz so rum. Ich trau dem Glas nicht so wirklich. Ich auch nicht. Video überwacht, na Gott sei Dank. Das Ding auch nicht. Doch, das muss passen. Wie schwer ist diese? Keine Ahnung, will ich auch alles nicht wissen. Eine halbe Tonne? Die Kabine mit uns drinnen jetzt, ja. Wie viel hält das aus? Das weiß ich nicht. Die wird schon etliches aushalten. Ich glaube, ja, alter Mensch. Ich glaube nicht, dass da schon mal was passiert ist. Oh, schön ist es ja. Guck mal da. Mann, ist das hoch. Oder? Ja. Ist schon ganz schön jetzt, ja? Mhm. Kommt die andere Bahn. Die ist leer. Nein, da kommt noch keiner runter. Die sind jetzt, fahren jetzt erstmal alle hoch. So wie wir groß auch. Ist Mama? Ich habe keine Ahnung. 10:51 angeblich. Naja, ist 11. Das heißt angeblich. Das ist schon richtig so. Meine Uhr. Ja, die geht 2 Minuten nein, an. Nein, 6 Minuten an. 6 Minuten an. Oh, guck mal, hier der riesen Felsen hinter dir. Guck mal. Scheiße. Na, toll, oder? Ja. Und wackel mal bitte nicht so. Tödlich. Für Tiere? Nein, abstürzen wollen wir hier nicht. Nee, das. Also ich muss ja sagen, mit dem Glasboden habe ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich meine nicht. Aber ich traue dem nicht so ganz. Ich mir leichter sogar. Oh, das sieht doch hier toll aus. Guck mal, der Felsen. So hoch. Na. 1000 Meter Höhe. Da kommt jetzt schon. Mama, 2000 Meter Höhe, glaube ich. Oder? Nee, so weiß ich nicht, wie hoch das ist. Oh, oh, oh. Guck, da kommt jetzt schon der Ausstieg da rum. Doch, guck mal. Doch. Nee, das will sie nicht. Ich traue mich nicht, mich zu drehen. War ja doch ganz schön hoch. 2000 ja. Meter. Wir sind gleich da. So, wir haben es geschafft. Jetzt gehen wir zum Harzbob. Bitte abonniert mich und meinen Freund Elias. Jetzt gehen wir zum Harzbob und dann melden wir uns von da noch mal kurz. Niki, kommst du? Ja. Da steht ja schon hier überall gut dran, Harzbob, wie es lang geht. Da. Es ist jetzt ein bisschen Laufarbeit, aber wir wollen ja heute ein bisschen wandern gehen, ja. Wir wollten ja heute ein bisschen wandern gehen, ja. Ja, für die Dickeren.
Sie war doch vor dir dran. Ach, ich dachte, das ist eine... Nein. So, schön warten, bis das vorne ist, okay? Immer mit der Ruhe. So, Niki will jetzt mal alleine fahren. Da oben, ja, hast du? Mama. Ja, jetzt geht schon los, Hilfe, Mama. Lass mal los, locker. Zieh mal jetzt. Ich krieg's nicht, Niki. Da vorne ist der Niki. Ganz allein hier vorne. Da fahren wir gerade nach oben. Niki, winke mal. Ganz alleine. Super. So. 2 Euro. Ja, da ist er. Aber ihr fahrt... Nein, erst wenn es losgeht, Schatz. Schön warten. So, kannst du langsam los. Abstand halten wieder, ja? Nicht auffahren. Ruhig, junger Mann, nur die Hände nehmen, ne? Gut. Ja, es wird so langsam. Ja, ein bisschen, ja, wir aber warten. Ja, können wir noch ein bisschen filmen, so lange. Genau. Alles gut. So, von Sophie. Vicky, sind wir 6-mal mit dem Hartbob gefahren? Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf den Spielplatz. Vicky will einmal noch balancieren. Aber die hat mich alle, bitte. Ja. Ich möchte bei. Und der Niki ist richtig flott gewesen zum Schluss im Harzbob. Der war richtig flott, Mama, den habe ich nicht mehr eingeholt. Wir wollen mal 15 Abonnenten schaffen. Na, mal sehen. Wann schaffen wir das? In ein halbes Jahr können wir es schaffen, oder? Ja. Das ist der Spielplatz oben auf dem Hexentanzplatz. Da hinten würde jetzt der Tierpark sein. Da sind wir gerade hergekommen von der Rodelbahn. Ich habe eine Schaukel zu Hause. Ich brauche mich nicht hier drauf setzen. Ich will mal ein bisschen filmen, ja. Obwohl die meisten, die das sehen, die kennen ja den Hexentanzplatz. Ha? Warte. Hey! Ha! Super! Jetzt habe ich Angst. Warte, ich komme. Geht? Jetzt sitzen wir wieder in der Kabinenbahn. Wir haben noch schön auf dem Spielplatz gespielt, also zumindest der Niki. Und jetzt geht's wieder nach unten. Ja. Scheiße, das ist so hoch. Wir haben diesmal ohne Glasboden genommen, weil Niki möchte nicht mehr mit Glas. Oh, das geht aber jetzt doch schon ganz schön flott nach unten hier. Und das ist ganz schön zugig hier oben. Merkst du das gerade? Ja. Hier wedeln schon Hundehaare rum. Weg! Ja, hast du die abgekriegt? Das ist ja eklig. Hast du die abgekriegt? Doch, an deinem Bein kleben. So, guck mal da. Eklig. Kommst du nicht in mein Auto, läufst nach Hause. Ganz schön windig. Merkst du das jetzt? Guck, wie die schaukelt. Ey. Niki, hör mal auf. Stirbst du zuerst? Nee, da sterben wir beide zusammen. Bei dem Schaukelding. Wenn, dann stürzen wir beide in die Tiefe. Mosi. Hä? Ja. Oh, weia.
Weil ist schon wieder zu hoch, stimmt's? Na los, komm. Ja, ich hab's gesehen, dass du Angst hattest. Komm. Hat er? Verdammt, der ist auch kleiner. Ja, muss wie gesagt. Super machst du das! Toll! Oh, klasse! Guck, wie hoch du bist! Schön in der Mitte bleiben, ja? Schön! Wow! So hoch, ey! Geil! Dann müssen sie aber wirklich, dass die Kleinen hier auch springen müssen. Die müssen sich Mische, darf ich das nochmal? Von mir aus, ja. Also, mach das mal 5 Minuten, wenn ich mache, ist es nur eine Pause. Ja. Weil es ist in der Sonne warm, anstrengend. Los, fester, du musst erst mal 5 Minuten durchhalten. Ja, jetzt musst du aber so fest sitzen da. Los, Beine gerade und los, du hältst über 5 Minuten durch, komm dicker. Fester. Los. Ja, wenn sie die Treppe hochgehen, die vorne ist auch noch alle. Schön fest an den Bügel, Niki. Und schön Arme und Beine drin lassen, okay? Jetzt geht's los gleich. Halt dich an den Bügel fest, guck nach vorne. Keine Angst haben, jetzt geht's los. Warte. Halt dich fest!